Ich bin jetzt bei Loffenau, kurz vor Loffenau. Wieder eine herrliche Aussicht hier. Ja, hier kehrt der Frühling so langsam ein. Die Bäume treiben aus, Blüten. Die Blätter lassen noch ein bisschen auf sich warten. Manche Bäume haben schon Blätter. Das ist eine beliebte Motorradstrecke hier. Eine Runde, da fährt einer hoch. So, bevor mir der Akku ausgeht, mache ich hier mit der Restenergie noch eine schöne Aufnahme hier mit der schönen Aussicht hier nach runter nach Loffenau. Suche ich mal noch ein ruhigeres Plätzchen, kann ich noch ein bisschen was erzählen, was ich so vorhabe die nächsten Monate. So, dann würde ich mal den rauschenden Ort hier verlassen.
den Platz kennt ihr ja schon zu Genüge. Eigentlich wollte ich ja noch ein Plätzchen finden, wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Ja, und hier endet jetzt mein Video. Hier hat es eigentlich auch begonnen, da hatte ich aber noch gar nicht gefilmt. Wir sind hier im Kurpark von Bad Wildbad. Wir haben hier seit 2 Tagen die Enduro-Fahrradtage. Also ein Riesenspektakel hier. Die haben hier eine Strecke. Aber ich glaube, mich versteht man jetzt gar nicht. Wir sind jetzt 3 von 6 Stages abgefahren. Aha, das geht anscheinend noch eine ganze Weile hier so fort. Ja, die haben hier durch den Park, ist ja ziemlich steil hier, haben die hier Enduro-Lines abgegrenzt. Ja, und da fahren die halt ihre Rennen. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich hier weiter filme und die Musik läuft im Hintergrund, dann kriege ich wahrscheinlich einen Strike auf YouTube. Deshalb bleibe ich mal lieber jetzt hier stehen. Da wird man die Musik nicht so wahrnehmen. Ja, was ich noch sagen wollte, was in Zukunft noch kommt. Also ich werde wieder Besuch haben aus Brasilien die nächsten 2 Monate. Da wird es auch Fahrten zu zweit geben, das heißt mit Sozia, allerdings auf der Royal Enfield, weil da wollte ich sich eigentlich nicht hinten drauf setzen, aber das können wir dann auch mal versuchen, wie das funktioniert. Ja, dann gibt es ein Video zu den neuen Reifen auf der Scram. Hier wollte ich da hinten noch was abflexen wegen dem Nummernschild. Da kommt noch ein Video dazu. Dann gibt es noch ein Video zur Navigation und zu dem Tripper von der Royal Enfield. Da hatte ich einen ganz interessanten Austausch bei meinem letzten Video mit einem. Den werde ich dann auch noch namentlich erwähnen bei dem Video, weil der hat einen ganz guten Tipp mir gegeben, was ich vorher gar nicht wusste. Es wird also interessant. Ja, dann wird es einige Touren geben und so weiter und so fort. Also bleibt mit am Ball hier oder mit auf dem Moped. Egal, wie ihr das sehen wollt. Ah, dann sage ich mal tschüss, macht's gut, bleibt's oben und bis die Tage.